Hallo, hier ist euer Silberfuchs und ich möchte euch heute etwas zeigen, und zwar was die Entwicklung einer Sonderform angeht auf dem Silberanlagemarkt. Das ist der Münzbarren. Den kennen viele sicher schon. Das ist eine Mischform aus einer Münze und einem Barren. Wie ihr hier schon seht, am ersten Modell, das auf dem Markt war, es ist die Form eines Barrens, aber hat die Charakteristiken einer Münze aufgeprägt. In diesem Fall ist es eine Lizenzprägung, eine Agenturmünze sozusagen von den Cook Islands mit der Bounty, dem berühmten Segelschiff als Motiv. Und ihr habt ganz oben, habt ihr die Feinheitseingaben, 100 Gramm Coin, Feinsilber, dreimal die 9 Feinheit, und darunter ist dann die aufgeprägte Münze. Da ist die Queen Elizabeth als Oberhaupt des Commonwealth abgebildet, dann der Nennwert in Cook Island Dollar und das Ausgabeland Cook Islands. Die Jahreszahl unter dem Konterfei der Königin. Links seht ihr nun die erste Variante, die ist noch in Deutschland geprägt worden von Heimerle und Meule, einer der ältesten Raffinerien, die es in Baden-Württemberg gibt. Als die Differenzbesteuerung eingeführt werden musste, da ist man dann ins EU-Ausland gegangen. Das seht ihr bei den mittleren und rechten Varianten. Da hat sich das Format geändert. Das ist jetzt eine Unze, jeweils in der Mitte und rechts. Da seht ihr die beiden Designstufen, die es gab in den letzten Jahren. Von der Sunshine Mint in den USA geprägt. Auf der Rückseite seht ihr auch ein Zertifikat. Die gab es auch immer in verschiedenen Größen. Also vom ersten Tag an bis zum heutigen werden die in allen möglichen Größen geprägt. Der neueste in dieser schönen Form mit dem Hintergrund einer Guilloche, eines Ornamentmusters, der die Fälschung erschweren soll, den gibt es von 5 Gramm bis in den Kilobereich hoch. Leider sind die Aufpreise immer noch höher als bei entsprechenden Münzen. Aber durch die Differenzbesteuerung sind die natürlich günstiger als entsprechende Barren, die nicht den Münzstatus haben und die volle Mehrwertsteuer natürlich fällig wird beim Kauf. Vor ein paar Jahren sind die Fidschi Islands mit auf den Fahnenzug aufgesprungen und haben ihre eigene Version rausgebracht. Auch die gibt es in verschiedenen Größen. Das ist jetzt ein 100 Gramm Stück. Wie ihr sehen könnt, eingeschweißt in eine Plastikkapsel. Auf der Rückseite auch eine Art Zertifikat. Argor Heraeus liegt in der Schweiz, eben auch außerhalb von der EU geprägt, damit man den Status der Differenzbesteuerung problemlos anwenden kann. Das Motiv auch sehr schön mit diesem Ureinwohner-Segelschiff und die Münze, die aufgeprägte. Was jetzt noch ganz frisch dazugekommen ist, das ist von der Perth Mint. Die haben jetzt auch ihren eigenen Münzbarren aufgelegt. Das ist eine Unze. Und die sind jetzt noch einen Schritt weiter gegangen, was die Ähnlichkeit zur Münze angeht. Auf der Seite seht ihr jetzt wie immer Elizabeth, Australien als Ausgabeland, eine Unze und 4x9 Feinheit. Wie die letzten Versionen des Cook Island Barren werden die hier auch in der hohen Feinheit geprägt. Aber hier hat die Münze zwei Seiten. Das ist neu bei den Münzbarren. Hier seht ihr ein schönes Drachenmotiv, das erinnert ein bisschen an die Lunare, also wunderschön ausgeprägt, die Prägequalität gewohnt hoch. Was allerdings nicht ist, ist ein geriffelter Rand. Den hat bisher keiner der münzbaren Hersteller realisiert. Und was das angeht, möchte ich euch etwas zeigen, und zwar den Münzbaren, der keiner ist. Das ist diese Geiger Security Line, die hat nämlich einen geriffelten Münzrand. Also wenn ein Hersteller noch diesen Weg einschlägt, dann ist der Münzbarren der Münze schon sehr nah.
Auch der Geiger Baren hat übrigens zwei beprägte Saiten. Das heißt, von den technischen Merkmalen ist der einer Münze schon näher als mancher andere Münzbarren. Aber eben, er hat kein Nominal, ist kein offizielles Zahlungsmittel in einem lizenzgebenden Staat. Daher ist es leider ein normaler Barren und der wird halt hoch besteuert mit der vollen Mehrwertsteuer. Das heißt, was reine Münzbarren angeht, im Sinn der Definition ist halt der Drachen von den Perth Mint im Moment das höchste der Gefühle. Und von dem her erst auch relativ günstig zu erwerben. Also ist eigentlich auch eine Kaufempfehlung, finde ich. So, das war die neueste Entwicklung auf dem Markt der Münzbarren. Euer Silberfuchs.